Ja, da sind wir wieder, liebe Zuschauer, liebe Gäste. Schön, dass Sie dabei sind bei unserer diesjährigen Weihnachtsshow hier aus dem Penta Hotel in Köpenick. Und neben mir habe ich den Hoteldirektor vom Penta Hotel, gerade amtierender Gewinner des diesjährigen Tourismus Awards. Erstmal großartigen Applaus, danke oder Gratulation nochmal. Wir kennen uns schon eine ganze Weile, wir können uns auch duzen. Thomas, was verbindet man eigentlich mit so einer Auszeichnung? Also als erstes möchte ich nochmal Danke sagen und auch guten Abend, liebe Zuschauer, liebe Gäste. Wir verbinden eine Herausforderung, aber auch eine Verpflichtung, weiterhin diese Region mit internationalen Touristen, ich würde jetzt mal so locker sagen, zu füttern. Und weiterhin diese Region zusammen mit dem Tourismusverein, mit dem Bürgermeister, ich habe eben auch irgendwo den Herrn Igel gesehen, mit vielen Institutionen, die wir haben, mit Gastronomie, auch Hotellerie, einfach den Leuten zu zeigen, wie toll Köpenick sein kann, wie toll Köpenick ist. Und dies nehmen wir daher als Verpflichtung, wirklich weiterzuarbeiten, zusammen mit euch, mit den Eisernen, mit allen. Nun ist Treptow-Köpenick gilt mittlerweile in den Rand-Berliner Bezirken als absoluter Hotspot, als der beliebte Tourismusbezirk, und da braucht man natürlich auch einfach eine gute Hotellerie an seiner Seite. Nun haben wir gerade die Weihnachtszeit. Was verändert sich denn eigentlich in einem Hotel, gerade in so einer schönen Zeit? Gibt es dort Veränderungen, wie man auf sein Publikum zugeht, oder bleibt alles beim Alten? Naja, ich glaube, man sieht es schon allein an dem Tannenbaum und grundsätzlich an der Stimmung. Es ist ein bisschen besinnlicher, wir ändern ein bisschen die Karte. Man erwartet jetzt natürlich ein bisschen Rotkohl, Klöße, Gänse auf dem Buffet und Kerzen. Gut, die haben wir jetzt oft. Aber es wird grundsätzlich wirklich besinnlicher. Viele Firmen feiern, die wir hier in unserem Hause stattfinden haben. Und wir haben immer so seit Jahren jetzt in unserem Team, dass meine tollen Mitarbeiter, mein Team immer so einen Cocktail kreieren. Und ich weiß selber nie, was drin ist. Und dieser Cocktail ist, ich würde mal sagen, er brennt. Also er haut ganz schön rein. Und ich glaube, jetzt haben wir Apple Pie, irgend sowas, flüssigen Apfelkuchen, ich weiß es auch nicht. Ja, und es bringt Leben hier rein. Herr Pfarrer, Sie gestatten das unter uns, dass wir vielleicht mal, wenn wir die Möglichkeit haben, dass wir den mal kosten oder dass wir mal sehen können. Dazu haben wir eine Schürze vorbereitet. Das muss ja alles nach Norm gehen. Und jawohl. Samantha Klaus hilft uns dabei. Dann warte ich extra. Ups. Gut sieht er aus. XL. Slimline heutzutage nennt man das. Lass uns vielleicht mal kurz auf diesen Cocktail zu sprechen kommen. Kann man was über die Rezeptur sagen oder ist das eine Geheimsache? Nimmt der Chef dort mit dran teil? Also nimmst du Einfluss auf so eine Entwicklung oder überlässt du das komplett deiner Crew? Also im Moment denke ich eher, dass, wenn wir den Cocktail besprechen, dass du Durst hast. Ja. Nein, ich nehme überhaupt keinen Einfluss drauf. Also das machen die unter sich und die kreieren ihn. Und ich muss auch ehrlich sagen, vielen Dank. Ich weiß tatsächlich nicht, was drin ist, aber ich würde ihn gerne trinken. Man hat mir gesagt, dass heute etwas lockerer ist, dürfen wir reinkippen, was wir wollen, wie viel ist wurscht. Und wir müssen aber ein bisschen arbeiten. Das heißt... Was haben wir denn hier? Hier haben wir so einen richtigen Kräuterlikör. Borgmann, also wie viel CL haut man da rein? Also gibt es da so einen Hinweis aus der Küche noch? Oder wenn es nach dir geht, ordentlich, ne? Also ich wäre mit 2 CL zufrieden. Ich glaube, du brauchst 4. Dann musst du den Becher umdrehen. Genau. Dann schüttest du nicht, dass wir uns schon kennen. So, also das sind... Ich schütte einfach rein. Ja, sind das 2 CL? Ich sag mal... Oder waren das schon 4? Ein bisschen mehr, ne? Und das jetzt? In den linken wäre nicht schlecht. Okay. Ja. Wunderbar. Aber jetzt, wir sind auch noch nicht fertig. Ich lege das jetzt mal zur Seite. Warte mal. Einmal die Reibe nehmen, jetzt Jawohl. Nimmst du die Zimtstange. Vielleicht kurz vorher erklären, was jetzt passiert. Jetzt nimmst du die Reibe in die linke Hand. Jawohl. Dann nimmst du in der rechten Hand eine Zimtstange. Jawohl. Dann gehst du über den Cocktail. Und dann machst du Abracadabra und reibst ein bisschen. So wie Parmesankäse. Ach Quatsch. Ja doch. So. Er hat noch nicht getrunken, ich bin Zeuge. Er versucht. Ich habe das Gefühl, hier landet mehr im Publikum ist als... Ist egal. Jetzt die rechte Seite bitte. Haben wir einen Sanitäter unter uns? Es reicht, glaube ich. So. Also ich... Ja. So,
So, also ich würde sagen, frohe Weihnachten, mit dem Getränk ist auf jeden Fall der Heilige Abend gesichert. Läuten die Glocken. Also ich würde vorschlagen, ich habe noch einen kleinen Part. Ich würde es lieber den Gästen übergeben, mit deinem Einverständnis. Gerne, ja. Ich wünsche euch eine wunderschöne, ja, Samantha. Samantha ist so frei. Nimmst du die Hand oder? Nimm das Ganze, bitte. Nimm das Ganze. Ich wünsche euch in eurem Hause wirklich eine ganz, ganz, ganz tolle Weihnachtszeit und ich hoffe, ihr bleibt weiterhin uns so gewogen in der Region. Ihr seid ja auch Gastgeber für viele, viele, die auch bei uns in der Region wohnen, die gerne zu euch essen kommen, aber natürlich insbesondere auch für die Geschäftstouristen. Wir haben eine tolle Zusammenarbeit, weiterhin auf eine gute Zusammenarbeit, auf einen schönen, guten Rutsch ins neue Jahr und bleibt uns in jedem Falle gewogen als gutes, nachbarschaftliches Hotel. Sehr vielen gerne, Dank. Vielen Dank. Danke. So, meine lieben Gäste, das war's schon fast. Ich habe ja Ihnen versprochen, es ist eine kurzweilige Show und ich hoffe, für den einen oder anderen ist mit Sicherheit etwas Frohes dabei gewesen, gerade zur Weihnachtszeit. Das, was uns ganz besonders wichtig ist, aber dass wir gesegnet durch die Weihnachtszeit kommen. Von daher wäre es mir ganz lieb, lieber Herr Pfarrer, dass Sie noch mal zu uns kommen und dass Sie noch mal zwei, drei Worte vielleicht zum Abschluss, ich hätte jetzt fast gesagt, an Ihre Gemeinde richten. Ja. Aber vielleicht fühlt sich ja der ein oder andere unter Ihnen auch dazu. Aber fühlen Sie sich, Ortsgemeinde. Fühlen Sie sich von unserer Seite in jedem Falle gesegnet und alles Weitere übernimmt er, lieber der Herr Pfarrer. Ja, liebe Köpenicker, liebe Zuschauer, ein Gebet und den Weihnachtssegen für Sie. Zuerst das Gebet, wie am Heiligen Abend. Herr, setze dem Überfluss Grenzen. Und lass die Grenzen überflüssig werden. Lass die Leute kein falsches Geld machen und auch das Geld keine falschen Leute. Nimm den Ehefrauen das letzte Wort und erinnere die Männer an ihr Erstes. Schenke unseren Freunden mehr Wahrheit und der Wahrheit mehr Freunde. Bessere solche Beamte, Geschäfts- und Arbeitsleute, die wohltätig, aber nicht wohltätig sind. Gib den Regierenden ein gutes Deutsch und den Deutschen eine gute Regierung. Herr, sorge dafür, dass wir alle in den Himmel kommen, aber nicht sofort. Und so wollen wir Gottes Segen zum Fest empfangen. Gott, der Herr, segne euch. Er gehe mit euch den Weg in die Nacht und in den Tag. Er gebe euch seinen Stern zum Geleit, damit ihr findet, was ihr sucht. Er bleibe bei euch mit dem Licht der heiligen Nacht, wenn dunkle Tage über euch kommen. Er selbst sei der Weg, die Wahrheit und das Leben, heute und für immer. So segne und bewahre uns der allmächtige Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Amen. Ihnen ein gesegnetes Fest. I'm dreaming of a white Christmas, just like the ones I used to know, when the treetops glisten and children listen in the hear. Sleigh bells in the snow. I'm dreaming of a white Christmas, with every Christmas card of right. May your days be merry and bright, and they all your Christmas be white. Flavia Schuhan, meine Damen und Herren. I am dreaming of a white
Christmas, with every Christmas card of right. Your Christmases be white. Ja, das war sie, meine Damen und Herren. Unsere kleine Weihnachtsshow. Ich danke Ihnen, dass Sie da waren. Liebe Zuschauer, auch an Sie, gesegnete Weihnachtsfeiertage. Genießen Sie Zeit im Kreis Ihrer Familie und vor allen Dingen bleiben Sie uns gewogen. Kommen Sie gerne zu uns in die Region und schauen Sie rein in die vielen Möglichkeiten. Wir sind gerne für Sie Gastgeber, auch hier im Penta Hotel. I'm dreaming of a white Christmas, with every Christmas card a write. May your days be merry and bright, and may all your Christmases be.